wenn man in einem Land nicht mehr darf sagen, was man denkt, wenn man nur noch flüstert, man darf es nicht mehr laut sagen, dann steht es eben eigentlich in der Organisation vom Land schlecht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. In diesem Land mit allen Meinungen Platz haben. Und am Schluss wehren wir aus, wenn wir auch nicht gleicher Meinung sind. Das kennen wir, aber wenn wir schon im Vornherein alle auf die Seite stellt und man sich nicht mehr getraut, etwas zu sagen, dann ist es nicht gut. Das also zu der Organisation Schweiz. Grundsätzlich die Beste, was es gibt auf der Welt. Wir sind ein erfolgreiches Land. Aber wir müssen diesen Instrumenten Sorge geben. Sorge geben auch im Detail und nicht aufgeben. Manchmal muss man einfach strikt sein. Manchmal muss man den Grad Linie behalten. Manchmal kann man nicht nachgeben. Manchmal muss man Verhandlungen führen. Manchmal muss man sich finden. Aber es gibt Sachen mit einer Neutralität, mit Unabhängigkeit, die man nicht aufgeben darf. Das wäre so die Konstruktion von der Schweiz. Die Schweiz ist zu retten, ja, wir haben die Organe dafür. Wir brauchen jetzt einfach Bürger mit Zivilcourage, die die Werte in der Praxis auch umsetzen. Und weil es immer mehr, weniger gibt von denen, ist es glaube ich, ganz wichtig, dass das gerade in diesen Wahlen dann zum Ausdruck kommt. Wir müssen Leute auf Bern schicken und Leute mobilisieren, die diese Leute wählen, dass eben das genau so stattfindet, dass man das wieder sagt und an diesen Grundwert festhebt, den die Schweiz eigentlich stark gemacht hat. Das ist so, also die Schweiz ist in diesem Bereich zu retten, wenn wir Bürgerinnen und Bürger und Parlamentarier haben, die an diesen Wert festhalten und für das kämpfen. Dann kommt die zweite Frage, kann die Schweiz sich finanzieren? Man muss ja immer, das kennen wir alle, wenn man etwas will, dann muss man Geld haben dafür und sonst gratis es nicht. Da bin ich der Meinung, dass die Schweiz in einer relativ schwierigen Situation ist. Wir haben jetzt wahrscheinlich wirtschaftlich die besten 20 Jahre gehabt, die überhaupt gewesen sind. Es hat nie eine Phase gegeben von so grossem Wachstum, von so guten Jahren, wie wir jetzt gehabt haben. Das hat die Einnahmen sprudeln. Beim Bund, wenn man ein bisschen genauer anschaut, woher kommt der grosse Einnahmenwachstum, dann sind es die Unternehmenssteuern. Die Unternehmenssteuern sind um etwa 12 Milliarden gewachsen in den letzten 15 Jahren. Und wenn man noch schaut, wo die Unternehmenssteuern herkommen, dann sind es weniger als 100 grosse Unternehmen, die etwa 3/4 von diesen Unternehmen zahlen. Das sind die ganz grossen, die halt 700-800 Millionen Steuern zahlen, oder Milliarden Steuern zahlen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht immer auf die Grossen abhauen. Natürlich müssen die in der Ordnung sein, müssen gute Geschäfte machen, es muss transparent sein, aber wir könnten ohne Grosse nicht leben. Wir haben uns sehr viel Luxus geleistet, weil wir grosse Unternehmen haben, die viele Steuern zahlen und Arbeitsplätze bieten, die auch gut zahlen. Also, wenn es gut gegangen ist und man viel Geld zur Verfügung hat, sind die Unternehmenssteuern der Bereich, der am stärksten gewachsen ist. Alles andere bewegt sich so im Rahmen des Wirtschaftswachstums. Und dann haben wir in den letzten Jahren keine Zinsen mehr müssen zahlen für die Schulden mit den Minuszinsen. Das hat einmal bis zu 4 Milliarden ausgemacht in der Jahresrechnung vom Bund. Jetzt ist es auf 200-300 Millionen runtergefallen. Und das Geld hat man nicht jemand gespart oder hat investiert, sondern wir haben es in den Konsum gesteckt. Und wir haben bei der Armee auch gespart. Also wir haben Geld gehabt und haben Geld ausgegeben. Und wenn wir jetzt in Zukunft schauen, in die nächsten Jahre, dann müssen wir doch davon ausgehen, dass sich die Wirtschaft eher seitwärts bewegt. Wir haben jetzt die Reaktionen weltweit, wir haben Deutschland, wenn wir als Beispiel nehmen, wir haben auch in der Schweiz zwar immer noch gute Beschäftigung, aber doch da und dort kriselt es ein bisschen. Das würde heissen, dass wir in den nächsten paar Jahren nicht mehr mit einem grossen Einnahmenwachstum können rechnen. Weil es wird irgendwo immer eben auf die Seite gehen. Kommt dazu, dass die grosse Zuwanderung, die wir haben, ich komme dann noch darauf zurück, eben eigentlich nicht mehr ein volkswirtschaftliches Plus gibt. Wir sind in Europa das Land, das die grösste Bevölkerungszunahme hat. Das sind wir an der Spitze. Aber wir sind am Schwanz mit dem Wachstum von der Volkswirtschaft, vom Bruttoinlandprodukt. Das würde eigentlich heissen, dass die Leute, die jetzt einwandern, nicht mehr zum Wohlstand beitragen, sondern vom Wohlstand profitieren. Und diese Situation, die können wir nicht von heute auf morgen wechseln. Also das ist auch eine Belastung für die Finanzen vom Bund. Kommt dazu, das muss man auch im Auge behalten, dass geopolitisch
die Lage für die Schweiz, vor allem für Europa, schwieriger wird. Irgendwann wird der Ukraine-Krieg dann ja mal fertig sein. Ja. Vielleicht geht es 2 Jahre, vielleicht geht es 10 Jahre, ich weiß es nicht. Aber die Folge vom Krieg erkennen wir jetzt schon. Amerika macht schon seit Jahren wirtschaftliche Sanktionen gegen China. Es ist nämlich ein Wirtschaftskrieg, den die Amerikaner schon lange führen mit China. Jetzt führt der Westen einen Wirtschaftskrieg mit Russland. Und die Reaktionen sind sichtbar. Wir dürften wahrscheinlich in den nächsten Jahren wieder zu einer Art Blockbildung kommen. Europa mit Amerika und auf der anderen Seite China, Russland, Indien, allenfalls auch Südamerika, wo die andere Teil bindet. Und wenn es Blockbildungen gibt, dann wird es immer schwieriger, in diese Blöcke können liefern. Also wird auch da sehr wirtschaftlich bremsen. Mit dem, denke ich, müssen wir rechnen. Und dann merken wir wieder, wie wichtig das auch dort Neutralität ist. Die Schweiz hat sich immer zwischen den Brücken bewegt, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Wenn wir das fertigbringen, auch in Zukunft, dass wir uns zwischen den Brücken bewegen können, dann ist es besser, als wenn man plötzlich in einem von diesen Brücken nichts mehr liefern kann, weil wir auch ausgeschlossen sind. Das ist eine gefährliche Situation, haben wir jetzt festgestellt. Russland sendet uns zu den nicht mehr freundlichen Staaten und es gibt auch andere Länder, die auch kritisch sind. Also die wirtschaftliche Entwicklung wird nicht mehr so dynamisch vorwärts wachsen und die Gefahr, dass eine Blockbildung das weiter bremst, ist gross. Und dann haben wir weniger Geld zur Verfügung. Tendenziell. Und wir haben in diesem Bundeshaushalt halt Bereiche, die überdurchschnittlich wachsen. Etwa ein Viertel geht heute in die AHV und in die Prämienverbilligung. Sowohl die AHV, wegen der älter werdenden Bevölkerung, wie das Gesundheitswesen wächst schneller, etwa doppelt so schnell wie das Wirtschaftswachstum in guten Zeiten. Wir brauchen also mehr, wir haben weniger Geld zur Verfügung und brauchen gleichzeitig mehr für die Altersvorsorge und für das Gesundheitswesen. Das heisst, ich habe einfach gesagt, wir werden in den Bereichen, wo wir in den letzten Jahren viel Geld ausgeben, müssen sparen oder wir müssen mehr Steuern zahlen. Also wirtschaftlich stehen wir nicht vor wirklich guten Zeiten. Was heisst das jetzt für das Parlament oder für die Schweiz? Es sind nicht unlösbare Probleme. Aber wir müssen wieder diszipliniert werden in der Ausgabenpolitik. Genauso wie Sie das daheim müssen. Oder? Wenn das Geld nicht mehr so vorhanden ist, dann überlegt man sich eher, kann man sich das leisten oder kann man sich das nicht leisten. Und wir haben jetzt in Bern, mindestens im Nationalrat, eine grün-linke Mehrheit, die in den letzten 4 Jahren in dieser Legislatur Geld ausgegeben hat, das köpft. Ich habe das gesehen im Finanzdepartement. Das war die teuerste Legislatur in der Geschichte der Schweiz, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben ganzen Haufen Sachen angestoßen, Kredite aufgestockt und das bleibt uns jetzt. Oder? Wir haben also Geld ausgegeben, haben das Gesetz geändert, das muss alles wieder runterfahren und Retour ändern. Und wenn wir das nicht machen, zahlen wir dumm und dämlich. Das ist ein wichtiger Grund, dass ich Sie bitte, zu stimmen und auch meine Nachbarn und Bekannten zu motivieren. Wer dem und nicht geht, stimmen, der zahlt dumm und dämlich. Mit einem anderen Bund in Bern, dann wird weiter Geld ausgeben und irgendwann zahlen wir. Wir können dann noch eine Schulden machen. Geht nicht so gut mit der Schuldenbremse. Aber Schulden sind nichts anderes als noch nicht zahlende Steuern. Der Bund kann schon Schulden machen. Das ist nicht der Bund, der Schulden hat. Wir alle haben nachher eine Schulden. Und die Schulden sind noch nicht zahlende Steuern. Und die Ausgabendisziplin ist in den nächsten 4 Jahren ganz wichtig. Wenn wir das nicht fertig bringen, das stoppen, dann wird es dann immer schwieriger, die Schweiz zum Sumpf auszuziehen oder die Schweiz wieder retten. Bei dieser Ausgabenpolitik ist ganz wichtig, dass man die Schuldenbremse einhält. Die Schuldenbremse heisst, wir dürfen mehr reinnehmen als ausgeben. Nicht mehr ausgeben als reinnehmen. Und wir haben bei Corona mehr ausgegeben, als wir eingeben, außerordentlich. Da haben wir jetzt ein Gesetz gemacht, das muss in 12 Jahren zurückgezahlt werden. Also das ist nochmal ein Grund zum Sparen, neben allem anderen, die wir auch haben. Es wird also der Gürtel ein Loch hängen oder vielleicht auch 2. Und im Moment ist man weiter dran, sich zu überlegen, was könnte man noch außerordentlich machen. Wiederaufbau der Ukraine ist so ein Thema. Reden wir von ein paar Milliarden. Und ich glaube einfach, wir dürfen nicht mehr außerordentliche Ausgaben beschliessen. Es muss finanziert sein, sonst haben wir einfach mehr Schulden und wir zahlen es. Und irgendwann haben wir dann wieder Zinsen auf unseren Schulden. Also die Ausgabenpolitik ist ganz, ganz wichtig und ganz zentral.
Und wir müssen immer dafür sorgen, dass wir auch die Altersvorsorge finanzieren können. Wir brauchen bis etwa in 15 Jahren brauchen wir etwa 15 Milliarden mehr für die AHV. 15 Milliarden, das wächst nicht auf den Bäumen. Die Bevölkerung wird älter, wir müssen die AHV-Rente beziehen. Und die AHV haben wir jetzt gerade eine Abstimmung gehabt, letztes Jahr. Wir haben sie saniert, das Rentenalter von der Frauen auf 65. Jetzt haben wir Geld bis etwa im 28, 30. Aber wir müssen eigentlich bereits jetzt eine neue Vorlage machen, um die AHV zu sichern, dass wir auch im 28 bereit sind, wenn es mehr Geld braucht. Sonst sind wir dann in einer Situation, dass man die Rente nicht zahlen oder Schulden machen kann. Und wir stellen ja fest, was das heisst. Wir haben es in Italien gesehen, wir sehen es in Frankreich. Die Leute gehen auf die Straße, wenn die Rente nicht gezahlt werden kann. Verständlich. Das führt in Europa wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch zum zusätzlichen Unruhen, weil all die Staaten sind verschuldet, wir stehen ja eigentlich gut da. Und wer die Rente nicht kann zahlen kann, der macht dann ganze Generationen verrückt, oder? Und darum ist die Finanzierung der Rente ganz, ganz wichtig. Das nächste Jahr, am 9. März, glaube ich, haben wir eine weitere Vorlage, ein Referendum von der SP und die Grünen ergriffen hat. Da geht es um die zweite Säule und den sogenannten Umwandlungssatz. Das führt dann auch zu einer Reduktion von der Rente aus dem obligatorischen Teil von der zweiten Säule. Weil wir tun eigentlich immer noch so, wie wenn die Leute nur etwa 75 würden. Und das angesparte Kapital so aufteilen in der Rente, wie wenn man noch 10 Jahre würde leben nach 65. Aber wir leben unterdessen 20 Jahre. Also muss das angepasst werden. So werden Sie dann das nächste Jahr darüber diskutieren. Aber die beiden Werte sind ganz, ganz wichtig. Vorsorge, erste Säule, zweite Säule. Das Problem, das wir noch nicht im Griff haben, ich weiss nicht, ob wir es wirklich im Griff bekommen, ist das Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen wächst jährlich um etwa 4-5%. Der Anteil der Prämienverbilligung wird tendenziell grösser, weil Leute, die nicht mehr voll arbeiten, das Teilzeitpensum haben, bis sie genug verdienen, kommen dann plötzlich in den Bereich, dass sie Prämienverbilligungen bekommen. Wir haben ein sehr gutes Gesundheitswesen. Ich kann nur zwei Beispiele machen. Ich habe eine Schwiegertochter, die ist Ärztin in Norwegen. In Norwegen wartet, es ist ja ein kultiviertes, hochentwickeltes Land, wenn sie dort eine Chemotherapie brauchen. Bei uns geht das am dritten Tag los. In Norwegen warten sie etwa 3 Monate, bis ein Platz frei ist für eine Chemo. Das ist kein gutes System, logischerweise. Und mein zweiter Sohn, der wohnt in Kanada. Ich war 3 Monate in Kanada, dort habe ich übrigens mit Party angefangen. Dann haben wir mit dem Kleinen ins Spital müssen, weil er eine Störung hatte. 550 Kilometer sind wir gefahren ins Spital. Bei uns würdest du also über München rauskommen mit dem, oder? Oder kennst du auf Genua, das ist das Gesundheitswesen. Dafür kostet eine vierköpfige Familie nur 80 kanadische Dollar Krankenkassenprämie. Vier Köpfe, also über 60 Schweizer Franken. Aber das Gesundheitswesen ist auch entsprechend. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen Lösungen finden zwischen ihnen. Wir müssen uns auch dort überlegen, was wir uns leisten aus dem obligatorischen Teil, das, was wirklich für Gesundheit wichtig ist, und wer mehr will, muss das wahrscheinlich mehr versichern und selber zahlen. Das gibt eine harte Diskussionen. Also man sieht, wenn man das Finanzielle anschaut, können wir zusammengefasst sagen, den Gürtel länger schnallen. Wir haben weniger Geld zur Verfügung in Zukunft, außer wir würden Steuern erhöhen. Das ist fast nicht möglich. Das Volk muss zum Glück über höhere Mehrwertsteuern abstimmen, über höhere direkte Bundessteuern. Ich glaube nicht, dass die Schweizer Bevölkerung zuerst einmal an einer Steuererhöhung zustimmt. Die werden sagen, schauen wir zuerst einmal zu Bern, was man machen kann. Also wir haben weniger Geld und gleichzeitig größere Probleme. Und Probleme sind vor allem im sozialen Bereich, Aufstufenbund, Vorsorge und Gesundheitswesen. Die finanziellen Probleme, die kommen aber auch in Gemeinden. Jetzt sind die Generationen von Asylbewerbern, die 7 Jahre da sind, da zahlt jetzt dann die Gemeinde. Das belastet die Gemeinde enorm. Das Budget der Gemeinde ist enorm und das nimmt ja alles noch zu. Also wenn ich sage, im finanziellen Bereich können wir uns alles leisten. Man kann es sich leisten, wenn man einfach diszipliniert und sparsam ist und den Franken wirklich umdreht, bevor man ihn ausgibt. Und für das braucht es meiner Meinung nach im Wert vernünftige Leute. Also, oder wir können es auch anders sagen, es braucht Leute, die das aus dem Alltag kennen. Jawohl. Wenn ich das jetzige Parlament anschaue, dann haben sie in dem Parlament sehr viele relativ junge Leute, ja.
Hochschulabschluss. In den 2-3 Jahren war ich ein Professor-Assistenzstelle. Und jetzt sind sie im Parlament. Und ich habe viel gesagt, auch meine Leute in der Bundesverwaltung, jede Kioskverwaltung, jede Kioskverkäuferin hat mehr Verantwortung als ihr. Bei denen muss die Abend Kasse stimmen. Und ihr könnt einfach die Abend heim, wenn es nicht gegangen ist, und dann ist es einfach nicht gegangen. Niemand ist schuld. Das ist auch eine Mentalität von der Verwaltung. Wir müssen wieder schauen, dass die Verantwortung dort ist, wo man auch muss entscheiden muss. Also die Finanzen sind wichtig und das braucht von mir aus auch Rappenspalter. Ja, in Zukunft brauchen wir Rappenspalter. Und Leute, die das kennen, das sind im persönlichen Alter, aber wir müssen Geld und Geld. Das ist ganz, ganz wichtig. Hallo. Wenn ich jetzt noch den dritten Teil anspreche, Lebensqualität, ist uns in der Schweiz wohl? Ich glaube es eigentlich schon. Aber es ist, hat sich schon verändert. Eben, meine Kinder. Ich habe eine kleine Enkelin in Norwegen. Und die nimmt natürlich dann auch mit, wenn wir miteinander schwätzen. Und sie weiss, dass der Grosspapi da irgendwie in der Politik ist und alles kann machen. Und sie sagt mir immer, Grosspapi, pass auf, wenn sie mit mir redet am Telefon. Und sie meint nicht jemand auf der Straße, im Strassenverkehr, sondern sie meint, pass auf die Schweiz. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, betrifft uns alle, wir haben wahrscheinlich auch Enkel und Kinder. Und wir müssen schauen, dass wir in dieser Schweiz nicht in 10 oder in 15 Jahren ein Kind oder Enkel haben, wo uns sagen, Grosspapi, wieso hast du nicht aufgepasst? Und wenn wir so die Veränderungen anschauen von der Schweiz, dann ist wahrscheinlich die Zuwanderung das, was zuerst einmal auffällt. Die Zuwanderung hat zu tun natürlich mit Ausländern. Als ich 1950 geboren bin, ich bin ein alter Klaus, hat die Schweiz 4,7 Millionen Einwohner gehabt. 1950. Jetzt sind wir bei 9 irgendetwas. Also fast auf dem Doppelten in dieser Zeit. Wenn wir Deutschland anschauen, unser wichtigster Nachbar, die hat auch ein Bevölkerungswachstum gehabt in dieser Zeit von 1950. Aber nur 15% und wir weit über 90%. Als ich eine andere Zahl, 1963 in die Oberstufe gekommen bin, sind von diesen 73 Schülern ist einer gewesen, der ausländische Eltern hatte. Einer von 73, der Bruno Bonaffini hat er geheißen. Ich kann mich noch gut erinnern, es war so eine Sensation gewesen, jetzt haben wir einen italienischen Bub in der Klasse, oder? Und jetzt hat sich völlig geändert. Wenn wir jetzt nur das letzte Jahr nehmen, 2022, haben wir eine Zunahme in der Schweiz von 180'000 Leuten. 180'000 Leute in einem Jahr. Und dann reden wir von Fachkräftemangel. Wenn wir jetzt einfach mal umrechnen, was 180'000 Leute so zusätzlich brauchen, sind etwa 80'000 Wohnungen, sagen wir von der Statistik. Und dann werden die Wohnungen immer teurer, logischerweise. Wir haben immer ein bisschen weniger Land, oder? Das Land wird teurer, alles was knapp ist, wird teurer, Wohnungen sind knapp und werden teurer. Und das führt dazu, dass man sich dann bald keine Wohnung mehr leisten kann oder sich muss einschränken. Und wir verbauen das Land von unseren Enkeln, von unseren Kindern. In einer Generation wird das verbauen. Und da muss sich die Frage schon erlaubt sein, können wir uns so noch wohlfühlen, wenn wir so vorwerken. Also das ist mal der Bereich. Die Zuwanderung von 180'000 Leuten führt dazu, dass wieder etwa 50'000 Autos mehr herumfahren. CO2 und Stau lässt grüssen. Energie, die leben ja nicht verkehrt, so wo wir sind, oder? Die brauchen auch Energie. Oder wenn man eine andere Zahl nimmt, es braucht etwa 400 zusätzliche Ärzte und es braucht etwa 1'400 Pflegebetten. Und dann merken wir plötzlich zwischen dem Fachkräftemangel, den man beklagt, und der Zuwanderung gibt es einen Zusammenhang. Wenn so viele Leute kommen, die die Fähigkeiten nicht mitbringen, dann haben wir zu wenig. Oder wir können jetzt noch Schulkassen nehmen. Die Zuwanderung vom letzten Jahr braucht etwa 700 zusätzliche Schulklassen. 700 Schulklassen, das sind schon 3 rechte Schulhäuser, die man muss bauen für ein Jahr Zuwanderung. Und 700 Schulklassen braucht etwa 1000 Lehrer. Darum haben wir noch ein Problem mit den Lehrern. Der Fachkräftemangel hängt eng mit der Zuwanderung zusammen. Und jetzt ist das wahrscheinlich ein Problem, das man muss lösen muss. Nicht wahrscheinlich. Man muss aber auch noch sagen, es ist nicht, nicht nur ein Problem von der Schweiz,
sondern es ist ein Problem geworden von ganz Europa. Ich bin, als ich im Finanzdepartement war, bin viel im Tessin gewesen, damals 15, 16, als die grosse Welle kam. Die jungen Leute aus Afrika sind alle gekommen mit dem Handy und darauf war die Einladung von der Frau Merkel: Wir begrüßen Sie in Deutschland. Das haben Hunderttausende, Millionen von Leuten in Afrika so wahrgenommen und haben das Gefühl, ja, wir gehen auf Europa, wir sind willkommen. Und sie waren ganz enttäuscht, wenn sie von uns nur einen Plastiksack bekommen mit einem Löffelstück Brot und einem Fläschchen Wasser drin. Das war die Situation. Das ist das Problem von Europa. Und dann kommt wieder schon eine Frage von der Lebensqualität. Es kommen jetzt Leute nicht mehr aus den gleichen Kulturen, wie wir sie kennen. Die Zuwanderung, die wir vorher hatten, aus Italien, aus Spanien, aus Portugal, das waren Leute aus christlichen Ländern, mit christlichen Traditionen, mit den gleichen Werten wie wir. Und jetzt kommen die Leute mit anderen Wertevorstellungen. Vor allem Frauen merken sie, oder? Es kommen die Leute zu uns in der Zuwanderung, wo die Frau gar keinen Stellenwert hat oder weit, weit hinkommt in der Verkleidungsliste. Und das sind schon Sachen, die die Kultur bei uns auch verändert. Wir sehen es auch in der wachsenden Kriminalität. Da können wir zusammen mit Eritrea schlachten, oder? Die einen geben die anderen auf den Grind. Und ständig sind solche Situationen. Die Kriminalität nimmt nicht zu. Wir müssten übrigens noch 3 Gefängnisse bauen, nur die Bevölkerung von denen von 1920 zu 2022 können versorgen. Also auch hier wieder Fachkräftemangel. Und wenn man sich das alles anhört und anschaut, dann müssten wir den Mut haben, die Zuwanderung anfangen zu steuern und besser zu sagen, wer kommt. Im Moment haben wir von 5, die kommen, einen oder eine, die kommt arbeiten. Und 4 kommen zum Sozialstaat. Darum haben wir die Entwicklung, die ich vorhin gesagt habe. Wir haben zwar Bevölkerungswachstum, aber das Volkseinkommen geht gerade durch. Weil wir immer mehr Leute haben, die vom Staat profitieren und auch mit dem natürlich kommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man das machen kann. Wir haben ja mal jetzt eine Initiative eingereicht, sie liegt vielleicht zum Unterschreiben und sagen, 10 Millionen sind genug und sagen, der Bundesrat muss, wenn wir 9,5 haben, das ist wahrscheinlich in 3 Jahren etwa so weit, muss er ganz gezielt Massnahmen treffen. Und es gibt ja Massnahmen. Das ist vielleicht nicht so populär und wir sind uns nicht daran gewöhnt. Ich kann nur ein Beispiel sagen, eben, wir haben 2 Söhne, die ausgewandert sind. Der eine ist auf Norwegen. In Norwegen füllst du einfach alles, jedes Formular, wenn du einwanderst, aus auf Norwegisch. Es gibt keine andere Schrift und kein anderes Formular. Und wenn du in Norwegisch kannst, musst du gar nicht gehen, weil dann kannst du es nicht ausfüllen. Mit dem Kanton Zürich macht man die Autoprüfung in 14 Sprachen nebenbei. Oder die Person in Kanada. Kanada ist ein Einwanderungsland. Und Kanada, wenn wir mal die Einwanderungsseite anschauen, dann steht der British Columbia, nimmt jetzt das Jahr noch 20 Schreiner, 40 Köche, und 2 Ärzte und 5 Krankenpfleger. Also die definieren, was brauchen wir. Und wenn man den Beruf hat, reichen wir ein Gesuch ein, dann wird das geprüft und wenn man alles bedient, dann kann man dann gehen. Der Sohn hat 5 Jahre gewartet, bis er gehen konnte. Der Ordner sind 280 Seiten. Papier. Muss Sprache können. Niveau C1, das ist also schon recht hoch, oder? Ein Beispiel. Und nach 5 Jahren hat er jetzt gehen können. Und bei uns geht in der Regel nicht 5 Stunden, oder? Und ich glaube, da müssen wir einfach auch wieder einen Weg finden, um zu sagen, wer brauchen wir? Das Recht haben wir. Wir dürfen sagen, wer wir in diesem Land brauchen. Und wir haben nicht einfach offene Türen und jeder kann kommen. Und wenn er einmal eine Arbeit hat, dann bleibt er nachher auch. Das ist also gefährlicher mit einem Rahmenvertrag mit der EU. Also wir müssen Lösungen finden, wo wir sagen, wer in unserem Land darf kommen, unter welchen Bedingungen. Und das müssen wir relativ rasch in den Griff bringen. Wir reden ja nicht davon, dass wir ein Einwanderungsland sind. Aber die Schweiz ist längstens ein Einwanderungsland. Die kleine Schweiz ist ein Einwanderungsland, das gemessen an der Bevölkerung mit den grossen Einwanderungsländern von dieser Welt noch mitreden. Australien, Kanada sind die typischen Amerika. Da kommt man her. Und die Schweiz gehört dazu.
Logisch gehört sie dazu. Wir haben einen höheren Lebensstandard, hervorragende Bildungsmöglichkeiten, ein Gesundheitswesen, das funktioniert. Es funktioniert alles. Also wenn ich in einem anderen Land würde und sage, woher gehe ich, dann wäre die Schweiz wahrscheinlich relativ weit oben auf der Liste. Und weil das so ist, müssen wir Regeln aufstellen, wer zu uns kommt. Es gibt noch einen anderen Bereich der Zuwanderung, das sind die Einbürgerungen. Bei den Einbürgerungen denke ich auch, müssen wir wieder schauen, dass nicht nur die Verwaltung entscheidet. Ist mir gerade ein Fall zugetragen worden vor 3-4 Wochen, hat die Gemeinde ein Einbürgerungsgesuch von einer Frau, die lebt seit 20 Jahren in der Schweiz, und hat es mir zugestimmt. Die Frau hat 3 Vorstrafen gehabt, Urkundenfälschung, Diebstahl und noch irgendetwas. Und dann das Letzte war noch häusliche Gewalt, also sie hat den Mann abgeschlagen, nicht umgekehrt. Dann hat der Gemeinderat gefunden, so jemand bürgern wir nicht ein. Wir wollen nicht, dass so jemand in unserer Gemeinschaft über unsere Zukunft mitbestimmt. Und dann ist der Kanton gekommen und hat gesagt, wir haben gar keine Wahl. Sie erfüllt die Bedingungen, die im Gesetz sind, sie ist einzubürgern und sie hat ihre Strafen abgesessen. Ich kann die Handlung schon haben. Aber ich glaube auch, unsere Identität und Geschichte von unserem Land hat doch immer verlangt, dass sich die Leute mit dem Land identifizieren. Und das ist nicht ein Verwaltungsakt von einem Beamten in Zürich oder in St. Gallen, wer eingebürgert wird, sondern das ist ein politischer Entscheid. Und da müssen wir auch wieder darauf schauen, dass wir an dem festhalten. Nicht die Verwaltung, die immer mächtiger wird, entscheidet das. Das ist, denke ich, das grosse Problem, das zu lösen ist, wie steuern wir die Zuwanderung vernünftig, dass wir sagen, wer zu uns kommt und wer bei uns bleibt. Es gibt Lösungen, aber es braucht Mut. Weil wenn man über solche Sachen redet, dann rufen die ersten Rassisten und Fremdenfinder. Sinnen überhaupt nicht. Schauen andere Länder an, wie die das machen. Jedes Land hat das Recht zu bestimmen, wer kommt. Und wir haben auch unsere Kultur. Unsere Kultur basiert jetzt einmal auf christlichen Werten, die ganze Rechtsprechung seit 2000 Jahren. Und wir geben das alles auf. Wir geben das alles auf, wenn andere Kulturen kommen, machen wir noch den Bücklein. Nein, wenn wir in einem anderen Land sind, wenn wir irgendwo sind, dann legen wir auch die Schuhe oder die Bluse, die Armfrei geht nicht oder so. Ist logisch, dass man sich anpasst. Und bei uns setzen wir das nicht durch. Und das hat auch mit der Identität zu tun. Da müssen wir wieder mutig sein und sagen, was wir wollen. Wir wollen eine Schweiz, die auch für unsere Enkel noch lebenswert ist und gleich gut ist. Eben, so sagt dann meine Enkelin und eure Kinder und eure Enkel in ein paar Jahren, hey, wieso haben wir nicht aufgepasst? Und das ist eine ganz grosse Aufgabe. Das ist das grosse Problem, wo wir schauen, dass die Schweiz lebenswert ist. Und auch da haben wir wieder Sachen, wo wir abhängig sind vom Ausland oder abhängiger geworden sind. Ich sage nur noch 3, weil es 3 Themen sind, die die SVP immer angesprochen hat und wir sind ausgelacht worden. Das erste ist die Armee. Seit 30 Jahren sagen wir brauchen eine starke Armee und die Armee braucht mehr Geld. Immer ist die Partei die einzige gewesen, die für das eingestanden ist. Und mit dem Ukraine-Krieg merken wir plötzlich, der Michi Goethe hat gesagt, wie wichtig das ist, dass man sich verteidigen kann. Dass man genügend Sachen hat, um verteidigen. Nicht zum Krieg führen, aber um sich verteidigen. Und das braucht eine Armee. Jetzt werden wir dann auch ein bisschen aufstocken. Braucht dann auch noch ein bisschen mehr Geld, wo man an anderen Orten wegfranzen muss. Gibt dann auch noch mal eine Diskussion. Im Moment sind alle Feuer und Flammen für die Armee, aber wenn es dann ein bisschen fährt, dann auch nicht. Das ist das erste Thema, das wir immer gesagt haben. Nach 30 Jahren können wir jetzt recht tun. Das zweite ist die Landwirtschaft. Welche Partei ist so konsequent zu einer einheimischen Landwirtschaft gestanden wie wir? Keine sonst. Und jetzt merken wir plötzlich, wie wichtig das ist, dass wir auch genug Nahrungsmittel haben, dass wir selber Nahrungsmittel produzieren, dass die Abhängigkeit nicht noch grösser wird. Und in den letzten 20 Jahren hat man ja nur gesagt, was die Bauern in der Umwelt mehr machen und welche Blumen das wir pflanzen. Wir haben ja nicht mehr gesagt, was wir produzieren. Wir haben zugeschaut, wie die Bauern und Bauern aufgeben und Kühe verkauft haben und keine Milch mehr produzieren. Und jetzt merken wir plötzlich, wie wichtig das ist, dass man die Bauern in der Produktion unterstützt. Wir sind die Partei, die es immer gesagt hat, jetzt tagen sie ein bisschen. Weil wir haben gemerkt, bei dem Ukraine-Krieg, wo die Börsenpreise plötzlich um 100% hoch sind in 48 Stunden. Wie wichtig das ist, dass wir hier nicht abhängig sind. Das ist das zweite Thema, wo wir jetzt auch recht bekommen haben. Nach 30 Jahren.
wir sind immer die ewigen Gestrigen. Nein, wir sind die Partei, die vorgeschaut hat, die vorausgedacht hat für die nächste Generation. Was müssen wir bereitstellen, dass die nächste Generation kann? Und das letzte Thema ist die Energie. Das ist auch eine grosse Frage, die wir jetzt nicht gelöst haben. Wir haben leichtsinnig einfach angefangen, ein Atomkraftwerk abzustellen. Freud hat dann gesagt, was wir dann nicht mehr selber produzieren, importieren wir. Ja, woher importieren wir es jetzt? Und alles haben wir zu wenig unterdessen. Und dann hat man gesagt, wenn es dann gar nicht geht und eine Lücke gibt, machen wir ein kleines Gaskraftwerk. Woher nehmen wir das Gas? Wir müssen froh sein, wenn wir in den nächsten Jahren genügend Energie haben. Weil die Energie ist immer der Schlüssel. Und wir brauchen immer mehr Energie, also Strom, Elektrizität. Und sind gar nicht sicher, dass wir das wirklich auf die Schiene bringen. Wenn wir daheim mal keinen Strom haben, dann machst du halt mal ein bisschen Wasser auf dem Spritkocher, im Fondue-Gabel, oder? Aber gehen wir arbeiten, wenn am Morgen nichts läuft. Ist dann schnell fertig, oder? Und dann haben wir auch leichtsinnig, ohne dass wir eine Lösung hatten, haben wir angefangen, das zu machen. Jetzt reden wir von Sonnenenergie und Windenergie. Ist alles gut und recht. Die Sonne scheint halt nicht immer und es geht nicht so schnell und der Wind blaset erst recht nicht immer. Es braucht eine Bandenergie, die wir immer zur Verfügung haben. Da ist wahrscheinlich nur die Kernenergie das, was man rasch könnte machen. Dann haben viele Leute noch ein bisschen Angst vor Kernenergie. Da muss man einfach wissen, die Reaktoren, die man heute baut in der Kernenergie, die sind sicherer, die sind viel sicherer als vorher, sie sind effizienter, sie sind günstiger. Und Uran kommt nicht aus Ländern, wo man nicht kann drohen. Uran haben wir bis aus Kanada bezogen. Also auch dort hätten wir mehr Sicherheit. Das sind so Themen, wo auch die SVP das bekämpft hat und gesagt, so geht es nicht mit der Energie. Wir sind überstimmt worden und schon nach 5 Jahren stellen wir jetzt fest, eigentlich haben wir recht gehabt. Ich stelle so mit Michael Portemonnaie fest, das letzte hat bei uns der Strom um 24% aufgeschlagen für das Jahr, das nächste Jahr schlägt er um 52% aus. Also der Strom kostet bei uns innerhalb von 2 Jahren 80% mehr. Das ist die Folge von der Energiepolitik. Und das ist nochmal ein Grund, dass wir auf Bern nur mit Vertretern schicken, die einfach pragmatisch sind. Jemand könnte abschätzen, was es braucht. Und nicht einfach träumen und dann nach dem Traum entscheiden, das geht nicht. Und darum ist es ganz, ganz wichtig und das wäre eigentlich mein Schluss und meine Bitte. Die Wahlen 2022 sind wahrscheinlich so wichtig wie keine in den letzten Jahrzehnten. Weil wir sind so wie auf der schiefen Ebene, darum ist auch gesehen, können wir die Schweiz noch retten. Ja, man kann sie retten mit den richtigen Leuten, das hängt immer mit den Leuten zusammen. Und dem, glaube ich, muss man das Herz ein bisschen in die Hand nehmen und auch bei Nachbarn, wo man vielleicht nicht so viel redet oder am Arbeitsplatz, wo man nicht so politisiert, vielleicht einmal fragen, hast du dir auch schon überlegt, was stimmst. Weil wenn wir die Schweiz retten wollen, dann haben wir jetzt dafür zu schauen, dass die richtigen Leute auf Bern gewählt werden. Danke vielmals.